Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kena Bridge of Spirits. So, erstmal eine kleine Rutschpartie. Wir machen uns jetzt auf den Weg da hinten zu dem Turm und gucken mal, wie es mit der Geschichte weitergeht. Ich bin echt gespannt. Jetzt haben wir ja doch schon wieder einiges an Zeit hier verbracht in dem Teil der Geschichte. Und ich habe leider schon wieder einiges tatsächlich vergessen davon, was wir hier erlebt haben und was wie gelaufen ist. Das ist echt dieses blöde Problem, wenn man ein Projekt über so super lange Zeit spielt. Ich habe ja Ende August habe ich damit angefangen. Krass. So, der Turm. Ach so, ja hier, können wir jetzt abgeben, ne? Stimmt ja. Wow, okay. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier geht's weiter. Jetzt bloß nicht runterfallen. Ich weiß nicht, wie hoch wir jetzt hier auf dem Turm drauf sind. Eieieiei. Aber ziemlich hoch. So, halt dich fest, Kena. So viel zum Thema, halte ich fest. Ja, wie geht's denn da jetzt weiter? Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Das war zwar eine coole Videosequenz, aber brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anzugucken. Nee, aber da geht's scheinbar nicht weiter. Also müssen wir hier lang? Ja. Aber dann. Hier geht's weiter. Ah. Jetzt können wir hier wieder hochklettern. Boah, und dann auch noch bei dem Mistwetter. Da hätte ich ja so gar keinen Bock drauf, bei dem Wetter irgendwo hinzuklettern. Ja, geht's doch hier weiter? Nee, ne? Nee. Aber wie geht's hier weiter? Okay, ich speichere erstmal wieder. Das sieht nämlich nach Bossfight aus. Oh, ein Leuchtturm, es ist ein Leuchtturm. Thank you.
Okay, der sieht mal mega cool aus. Jetzt bin ich nur mal gespannt, was wir rausfinden, wie schnell wir rausfinden. Nee, der kriegt so keinen Schaden. Wir müssen irgendwas mit den Dingern machen, damit er Schaden bekommt. Ach so. Nee, dann kriegt er aber auch noch keinen Schaden. Kriegt der Schaden, wenn wir das... Vielleicht kriegt der Schaden, wenn wir das Ding dann drin angreifen. Geh mir aus dem Weg. Ich will sehen. Ich will... Ich hänge fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt. Oh Mann, wie nervig. Und man kriegt der Schaden, wenn das jetzt hier... Auch nicht. Ja, wie zur Hölle kriegt ihr dann wann Schaden? Also das habe ich jetzt irgendwie begreife ich den Boss jetzt noch gar nicht. So, jetzt bin ich schon das erste Mal tot und wir haben ihm kein bisschen Schaden gemacht. Also da bin ich jetzt gerade echt komplett... Ja... Verstehe ich gerade so gar nicht, wie der funktioniert. Boah. Oben auf dem Kopf auch nicht. Hat ihr schon eine Bombe dran geworfen nochmal? Aua, ich bin zu früh weggesprungen. Aber... Irgendwie muss das ja damit zusammenhängen, wenn dieses, wenn das Dings da orange leuchtet, dass sie ihm dann Schaden machen können. Aber ich habe noch nicht so recht begriffen, wie. Vielleicht muss ich in dem Moment auch schnell sein und zweimal drauf schießen. Nee, auch nicht. Ich verstehe das nicht. Also das raff ich echt nicht. Was damit jetzt auf sich hat. Es hätte ja sein können, ich muss dann die ganze Zeit da drauf schießen, damit sich der Schaden an ihn... Vielleicht muss ich ihn sprengen? Nee. Vielleicht muss ich ihn sprengen, wenn ich das Ding angeschossen habe? Aber es wäre sehr, sehr viel Action für ein bisschen Schaden. Nee.
Also Leute, da bin ich jetzt ehrlich mit euch. Da muss ich mir echt mal Hilfe holen. Da muss ich mir echt mal Hilfe holen in dem Tutorial, weil das verstehe ich absolut nicht. Ich habe jetzt ja schon einige Ideen gehabt, aber keine war jetzt wirklich zielführend. Nee, Leute, also ich glaube, da werde ich mir tatsächlich erstmal ein bisschen Tutorial-Hilfe suchen und dann werden wir das Ganze einfach beim nächsten Mal nochmal angehen. Sorry dafür, dass jetzt die Folge dadurch so mega kurz und auch eigentlich total uninteressant geworden ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gelöst hättet, aber seid dann so fair und guckt vorher nicht, wie es wirklich funktioniert. Und dann sehen wir einfach in der nächsten Folge, was jetzt hier das Rätsels Lösung ist. Ich bin super gespannt, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann macht's gut, bis dahin. Tschüss! To me, there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call and I close my eyes to see even clearer. I see it all. I know that we can go higher if we keep our faith, if we keep our faith. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing.